Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von World War Z hier auf Mutsum LP. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in Folge 1, New York, und zwar im letzten Kapitel, Tod im Wasser. Vier auf dem Hudson gestrandete Überlebende, denen der Diesel ausgegangen ist, müssen ihr sicheres Boot verlassen, um einen neuen Fluchtplan aus der vom Krieg gezeichneten und von Zombies befallenen Stadt aufzustellen. Kriegen wir hin, oder? Auf jeden Fall. Ich bin bereit. Was hast du eigentlich mit deiner Klasse Bastler für Vorteile, also dieses? Ist es das Munitionsding, was du hinstellen kannst? Ja, aber was ist wirklich genau? Einfach. Sorry, ich kann irgendwas über den Haufen ballern. Gut. Ich hole mal Facecam wieder weg. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder in eine Videosequenz. Ja, der Bildschirm dauert ganz schön lange. Aber mittlerweile läuft das Spiel flüssiger als beim ersten Mal, bei der ersten Folge. Out of gas! I'm pulling over! Fuck! We'll grab some diesel and get back here. Boat has a 10,000 gallon tank, Angel. You hauling that back? Okay, also brauchen wir Treibstoff. Ja, 38.000 Gallonen. Wie viel ist das in Liter? Viel. Wie viel ist denn eine Gallone in Litern, weißt du das? Nein. Was ich weiß, ist, dass ein Zoll so viel ist wie ein Inch. Aha. Creeper down. Ich frage mich, wie ist das hier zustande gekommen? Wie? Was ist denn jetzt so gekommen, dass es so aussieht hier? Ja. Warte, sind da unten denn Schienen? Weil wie hier, der Zug geht, der ist einfach... Nein, wie ist der denn entgleist? Hier oben sind keine Schienen. Wie kann der Zug denn hier hochrasen? Doch, da unten sind Schienen. Da ist auch ein Bahnhof. Aber ist es realistisch, dass der Zug bis hier hochragt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wenn der schnell genug ist. Aber wie schnell will der denn gewesen sein? Vielleicht 80. Creeper neutralized. Du machst das gut. Hm? Du machst das gut. Dankeschön. We can take this alley. Army didn't stop for us in the city. Why do you think they will this time? Liegen aber viele Leichen. Shut up. Ja. Das stimmt. Oh, ein Panzer, können wir mit dem was machen? Weiß ich nicht, schauen wir gleich mal. Als erstes möchte ich gerne mal hier in das Gebäude. Creeper down. Sieht hier nämlich so aus, als ob hier irgendwas liegen könnte. Virusprobe. Was das auch immer ist. Die nehme ich mal mit. Ich glaube, das war das, was mich letztes Mal getötet hat, weil... Ich habe die Virusprobe aufgesammelt und irgendwann später bin ich halt infiziert gewesen und dann umgefallen. Nee, wenn diese Gasmenschen dich anspringen, dann stehst du... Aber da war kein Gas in der Nähe, da drin in dem Raum. Nee, diese Viecher können das auch.
Glaube ich zumindest. Ach, wer weiß. Jetzt habe ich sie eh, jetzt kann ich sie auch nicht mehr loswerden. Wie, die haben uns gehört? Wer hat denn geschossen? Mann, diese NPCs sind manchmal echt die besten. Nur von Idioten umgeben hier. Wie im wahren Leben. Ja, Moment, bevor wir da hochgehen, erstmal geht's nämlich runter. Nein, geht's nicht. Das ist schlecht. Ja. Ich wäre gern runtergegangen. Ich auch. Unten ist es immer schön. Da sehe ich doch schon wieder was Rotes. Da hat doch schon wieder jemand ein feindliches Ding aufgebaut. Ja. Schütz. Stairs go up. This place could collapse at any time. Sau Ding. Jetzt du mal gewartet. Hier ist eine Kettensäge. Und eine Tür. Ja, aber ich hab nichts dafür. Ich auch nicht. Oben gibt's Munition. Sehr gut, ich komme gleich. Gibt's auch irgendwie eine andere MP oder sowas? Eine neue Waffe? Stimmt, aber hier nicht. Das Ding hier finde ich echt doof. Das Standardgewehr, was ich habe, ist genauso kacke. Hier ist ein Aufklärergewehr. Na, das habe ich. Hier ist eine Waffenkiste. Kettensäge. So ist's. Die macht auf jeden Fall Spaß. Mit der zuzuhauen. Charger, ich krieg dir mit meiner Waffe echt der Tod. Der hat zwei Magazine von mir gehalten. Guck, der macht auch Giftgas in dem gelben Anzug. Ja, aber so einer war nicht in der Nähe gewesen, als ich infiziert wurde. Das war ja die Sache. Weiß ich's nicht. Na gut, ich würde sagen, runter und hoffentlich bekommen wir Waffen. Das wäre gut. Gotta be an evac site. Zeke are probably piling up there right now. It's a risk we gotta take. Ah, die ballern schon wieder freilich los. Hm. Gibt's da was? I'm okay. Bleib stehen. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Weiter. Ja. Ah, hier brennt's.
Ja, ich brenne auch. Nichts. Toll. Naja. Let's hope the bridge isn't shot to shit. Okay, ich würde sagen, weiter, ne? You think the army's even making a dent? Unless they broke out the nukes? Da willst du nicht rein. If they do, we're all screwed. MP. Good enough. Verbandskasten. Granaten. Okay. Gut. Seid ihr bereit? Mhm. Was mit euch beiden? Ja. Jo. Klingt gut. Klingt überhaupt nicht verdächtig. Sehr nein, plausibel. Das waren die zwei. Nutzt ruhig ein bisschen die Kettensäge, die ist lustig. Die ist leider leer. Wie jetzt schon? Ja, ich habe die eben ein bisschen benutzt. Die hat doch bestimmt 70 Kugeln oder so, also 70 Mal kann man doch schlagen damit. 71. Pass auf hier unten. Au. Wer ist denn da in die Mine gerannt? Ich. Ich hab doch gesagt, Vorsicht, wenn du hier runter gehst. Hier sind drei Minen. Ja, aber ich wusste nicht, dass da eine Mine lag. Jetzt habe ich gar nichts mehr an Munition. Nur so als Tipp. Das klingt Hinweis. Gut. Hier sind zwei Revolver drinne. Und der Charger hat mich. Das klingt doch schon mal gut. Das klingt gelogen. Ja, natürlich ist das gelogen, aber... Das klingt nicht nach einer schallgedämpften Waffe, die da als schießt. Nein, das ist irgendein Geschütz da vorne. Das ist keiner von uns. Oder?
Nein, die Schüsse kamen von hinter mir. Das war einer von uns. Ich weiß nicht. Das ist hier der, wie heißt der, Angel? Ja, schieß ihm mal ins Bein. Ey Leute, ich habe keine Munition. Ich doch auch nicht mehr. Leute, ich gehe fast drauf. Hallo? So, ich hab keins. Ich gehe nicht weiter, bevor ich nicht Munition gefunden habe. Oder irgendeine Waffe oder sowas. Nix inside. Ich habe 7 Kugeln mit der Pistole. Fertig. Da liegt was. Verdammter Witz, ey. Ja, dann nehme ich mir das Ding eben. Ja, meine schöne MP ist weg. Und da ist eine Munitionskiste. Oh, ich renn zurück und hol mir meine MP. Hm. Hier liegt sie doch auch. Jetzt bin ich schon hier hinten. Oh mein Gott, wer schießt denn schon wieder? Angel. Handkasten. Schieß doch nicht, alt Junge, lass die doch mal in Ruhe, die Dinger. Dann kommen die auch nicht, da unten sind 2 böse Geschütze. Ja. Ich suche eigentlich nach noch einer schweren Waffe. Ah, okay. Hier sind viele, ich renne einfach mal durch und hol sie mir von hinten nach vorne. Keine Sprengladung. Nein. Wie ist das denn? Da drin ist ein Autogeschütz. Oh. Panzerkasten, eine Waffenkiste. Ja. Toll. Oh Mann. Alter, wer hatte das eine Geschütz nicht... Ihr standet um das Geschütz rum zu dritt und habt das nicht übernommen? Wollt ihr mich verarschen oder so? Das ist, man, ich stand hier doch überhaupt nicht. Ich habe 4 Geschütze übernommen. Alle standen hier um das Geschütz, haben Schaden gefressen, aber nichts übernommen. Also. Ich war hier in dem reinen Räumchen drin. Was du gesagt, komm, ich bin ganz schön verarscht vor. Ach. I'm okay. Katastrophe mit euch. Dass ihr noch nicht gefressen wurdet, ist echt ein Wunder. Nö. Nee. Ja? Nö, nö, nö. Wie schön. Mir gefällt's. Follow us. Captain, the civilians are here. They're armed. Alright, listen up. Motherfucker, die wollen uns doch gleich umbringen. We've got multiple swarms inbound and we're stretched to a breaking point. I need every able gun defending the hospital until everyone's out. Yes, sir. Damn. We're not equipped for this. Ich trau dir nicht, dass das so eine Resident Evil Scheiße. Sie sammeln uns nur hier, um uns loszuwerden. Hey, gibt's viele Waffen, die man sich nehmen kann. Die ballern uns gleich über den Haufen, die Soldaten. Ja, das glaub ich nicht. Auto-Turret ready. Picked up a defense kit. Vielleicht sollten wir die Dinger hier aufbauen. Ja, ich bin schon die ganze Zeit dabei. Was machst du denn?
Wir haben einen Platz zum Aufbauen suchen. Wir haben doch nur eine Minute, um die Verteidigung zu errichten. In 50 Sekunden, hast du schon eine Munitionskiste hier gefunden? Nein. Hier hinten ist ein Kampfgewehr bei Angel und mir. Hm? Und eine Panzerfaust. Da links durch in den Container. Nein, Munition gibt's hier keine. Okay, kommst du auch hier oben hin? Weil einer muss den Mörser bedienen. Vielleicht erst, wenn dann ein paar mehr sind. Eine Leuchtpistole. Die ist hier drin. Gab's da irgendwo sowas wie eine Munitionskiste? Nein. Das ist aber doof. Da hinten ist es. Na, hier ist doch alles. Munition, Verbandskisten. Hier ist noch ein Sturmkarabiner und eine Sturmschrotflinte. Das gab's eben noch nicht. Natürlich. Nee, du warst doch selbst da. Nee, da war ich nicht. Nee. Diese Sauviecher. Oh, jetzt. Wo müssen wir denn hin? Charger hat mich. Creeper hat mich. Müssen wir wieder raus, oder was? Ja. Ach du Schande.
Oh, was geht denn hier ab? Wer hat denn eigentlich diese Flare Gun? Die hab ich, aber die kann man nur einmal benutzen, pro Runde. Und wieder zurück. Alles Feuer wieder auf das Stadion. Wie viele wollen denn da noch kommen? Guck dir das an, Anetta. Die beiden Deppen stehen immer noch da vorne. Was denn? Wenn du nichts sagst, ich kann's doch nicht riechen. Steht doch rechts. Denkst du, das sehe ich? Ja. Nein. Das war das Ende von Folge 1. Ja. Gut.
Okay. Also, dann. Wieso hat sich mein Charakter verändert? Ach, Jerusalem, das sind wir natürlich. Andere Charaktere, ja. Neue Leute, wen haben wir denn da? Naja. Gibt's auch neue Klassen? Ne, gibt immer noch dieselben. Okay. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Das war wieder eine Folge World War Z. Wir haben Folge 1 beendet. Das nächste Mal geht's ja weiter mit Folge 2 Jerusalem. Die Hirnchirurgie ist das erste Kapitel. Und das war's. Bis zum nächsten Mal.